Schimmertöne sind zwar komisch in der Palette selbst, aber wie ich sie dann auf die Hand aufgetragen habe, total schön. Ich brauche jetzt gleich einmal was für die Lidfalte und da werde ich mir einfach, bietet sich an, diesen braunen Ton zu nehmen, weil wir haben hier nur drei matte Töne drinnen in der Palette, sonst wirklich alles Schimmertöne. So, ich nehme jetzt einfach so ein Pinselchen. Das funktionieren, das ist der Lux Eye Blender 225. Und da gehe ich jetzt einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, der Spiegel taugt mir jetzt nicht so hundertprozentig von der Palette, nehme ich meine. Das ist irgendwie zu flach, finde ich. So. Also ich muss sagen, die Töne, die matten Töne sind ja auch wahnsinnig gut pigmentiert. Ich glaube, das sieht man auch. Für das, dass es nur ein hellbrauner Ton ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr in der Kamera das so krass seht, aber ich sehe es auf alle Fälle, dass es ein schöner mittelbrauner Ton ist. Auch oft und gerne so einen, der was so schief ist und mit dem kann man auch gut den Wintern machen. Und ja, da würde ich sagen, gehe ich einfach mal in den dunkelsten Ton. Das ist dieser dunkelbraune Ton hier. Die Palette ist auch sehr schwer. Also das ist sehr, sehr wertig auf alle Fälle. Ich meine, die Palette ist auch sehr teuer, ne? Das muss man ja auch. Und offen und ehrlich sagen, dass der Preis schon krass ist, ne? Also ich sage mal, unter Normalpreis hätte ich mir die Palette nie gekauft, weil die ja auch eher neutrale Töne hat, außer die Schimmertöne, die sind schon strahlender, das Lila, das Orange, das ist schon Pop of Color auf alle Fälle, aber die Qualität ist halt schon richtig gut, ne? Das muss man schon sagen dazu. Aber es gibt da so verschiedene Qualitäten, ne? Das ist eher so High-End-Qualität, aber was ich auch ultra gerne habe, was ich jetzt auch erst bekommen habe, ist auch zum Beispiel Glam Light und die sind nicht so extrem teuer und haben aber bombastische Qualität, wirklich tolle Farben und ja, und auch tolle Schimmerfarben und auch matte Farben. Und Batman Graph ist ja eher, sage ich mal, in die neutrale Richtung und aber ich kann mich ja auch mal neutral schminken, das ist auch kein Problem. Beziehungsweise neutral jetzt eh nicht, weil wir haben Schimmertöne, ne? Wir haben Schimmertöne. Und ich mag es halt einfach urgern, neue Marken auszutesten. Und da gehört das halt eben auch dazu. Und ja, die Qualität ist gut, obwohl ich finde, dieser dunkle Ton, der blendet sich wieder urschnell aus. Also da muss man irgendwie voll aufpassen, dass sich das alles nicht wieder ins Nichts ausblendet im Prinzip. Ja. Aber ja, trotzdem schön. Der Übergang ist auf alle Fälle schön. Das gefällt mir wirklich gut. Und wir brauchen jetzt noch für den unteren Wimpernkranz brauchen wir auch noch was. Von Essence, das war der von der Limited Edition. Ich glaube, das war der von der 20 Jahre. Limited Edition und da haben wir nicht viele Möglichkeiten. Deswegen würde ich sagen, ich gehe in dieses Rotbraun rein und setze mir das einmal auf den unteren Wimpernkranz dran entlang. Heute habe ich leider Kopfschmerzen. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Mein Sohn ist auch ein bisschen kränklich. Deswegen, aber es sind jetzt viele krank, weil meine Freundin ist auch krank geworden, da wollten wir eigentlich ihren Geburtstag feiern. Jetzt habe ich schon mal das ganze Lid mit diesem Rotbraun als Base und ich finde den voll schön, den Ton. Ganz ehrlich, der ist schön. So, jetzt möchte ich aber gleich einmal mit den Schimmertönen beginnen. Und zwar möchte ich auf alle Fälle, das ist jetzt natürlich schwierig. Ich denke, ich werde hinten diesen Army Grünen, weil ich will den unbedingt ausprobieren, wie der ist. Den setze ich mir jetzt hier in das hintere Drittel oder Hälfte. Der schaut so aus, sieht man eigentlich ganz gut, glaube ich. Aber er ist einfach nur so ganz dunkel. Er glitzert halt ein bisschen, aber nicht extrem. Das ist so ein richtig crunchy Khaki-Ton. Und im vorderen Drittel
will ich mir gern diesen Orangenton oder wollte ich mir nicht den lilanen Ton aufsetzen? Nee, ich will, dass er ein bisschen strahlender ist, deswegen setze ich mir den Kupferton an. Aber ihr seht, das ist schon schwierige Entscheidung auf alle Fälle, aber vielleicht können wir uns den lila Ton noch irgendwo am Auge platzieren, dass man den auch ganz gut sieht, weil ich finde den wirklich schön. Aber nichts gegen diesen Kupferton, ne? Aber ich würde aufpassen, ich würde entweder noch einen Glitterprimer nehmen oder einfach die Base danach machen, denn der bröckelt ganz schön runter, wie ihr seht. Aber es ist, der ist echt schön schimmernd. Aber halt der Glitzer, der fliegt halt ein bisschen herum. Das gefällt mir nicht so gut, da hat man hier überall Fallout. Und ganz ehrlich, der könnte auch ein bisschen strahlender sein. Aber ich sprühe den jetzt einmal an, ob sich da noch irgendwas verändert. Aber normalerweise sollte der auch so performen, ne? Okay, ja, ein bisschen besser wird das Ganze noch. Und man hat natürlich auch dann nicht so viel Fallout. Also das könnt ihr auch probieren. Aber bei mir ist egal, denn ich mache immer erst nachher die Base. Daher ist das nicht so schlimm. Bei mir zumindest. So, ich brauche jetzt auch noch einmal ein Augenbrauen-Highlight. Also ich mache mal zuerst den Inner Corner. Und Inner Corner muss ich unbedingt dieses strahlende champagnerfarbenen Ton nehmen. Da nehme ich einfach so einen kleinen Pinsel und trage den auf. Der ist aber auch sehr flaky. Aber der ist toll für den Inner Corner, finde ich. Das Highlight, also das gefällt mir gut haben. Und ich denke, ich gehe in diesen Ton rein. Dieser hier. Das ist auch so ein heller champagnerfarbener Ton, aber nicht ganz so strahlend und flaky wie der andere. Ja, das ist einfach nur ein Schimmerton und der schaut hier oben richtig schön aus. Gefällt mir mega gut. So, ich wollte mir ja den lila Ton noch irgendwo hinsetzen. Muss ich mal überlegen, wo könnte ich mir vielleicht hier vorne noch den Luxe Britzis Shader. Und da gehe ich einfach in diesen Glitzerton rein und setze mir den hier an. Nur für den Pop of Color und ziehe mir den so ein bisschen hoch. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Also so ein bisschen halt, ne? Man kann das auch noch verstärken, wenn man möchte. Aber der Ton gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ja. Richtig schön ist er. Ich habe es wirklich nur von hier bis hier gemacht. Nur, dass man es auch noch sieht. Ja. Was ich noch machen möchte, ist die unteren Wimpernkranz noch mit diesen hellen Braun. Ich finde, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das nicht so gut hier unten. Vielleicht noch in das Khaki rein. Ich weiß aber nicht, wie das ausschaut, wenn das auch ein Schimmerton ist. Man sieht es halt nicht wirklich so viel, ein bisschen halt, finde ich. Ist immer etwas schwierig, finde ich da unten, aber ja. Also manche Farben funktionieren schon, aber nicht alle, ne? Das merkt man immer wieder. So. Schauen wir mal. Ich finde, das schaut schon nicht schlecht aus. So, jetzt zeige ich euch schon mal, was ich aufgetragen habe, nämlich, weil wir sind ja schon fast jetzt beim Blush. Und also, ich habe mal diese Base von Kiko aufgetragen. Dann das M-Asam. Schaut mal, das Loch wird immer größer. Genau, Augenbrauen habe ich diese zwei Sachen genommen.
Dann habe ich vom Douglas die Oh Yes Lashes Mascara genommen. Ich finde die so toll und so schön. Von Juvia's Place habe ich diesen krassen Eyeliner. Schaut euch einmal diese Spitze an. Und der ist auch noch immer sehr gut. Außerdem habe ich den Contour Entgleitkajal in Lila genommen von Thread It Up. Dann habe ich den Douglas Concealer genommen. Und den Under Eye Powder. Gesettet habe ich meine Base dann mit dem Kiko, mit der Puder Foundation. Contour habe ich mit diese zwei Sachen gemacht. Und Bronzer habe ich mit diese zwei Sachen gemacht. Und jetzt können wir. Creme Blush habe ich den von Milk heute genommen. Und jetzt können wir endlich den Patrick MAC Rev Blush austesten. Da bin ich schon ultra gespannt. Jetzt aber noch einen anderen Blushpinsel nehmen. Dann nehme ich den Spectrum Blushpinsel, den A05, und gehe einfach einmal in beide Töne rein. Ja, ich glaube, das passt ganz genau mit dem Creme Blush, auf das schaue ich ja auch immer. Und das ist echt eine gute Kombi, finde ich. Ist echt ein schöner Blush. Aber ist der Preis gerechtfertigt? Ich denke nicht. Ich habe ihn zwar im Abverkauf gekauft, aber ich finde ihn trotzdem noch mega teuer. Ich glaube, statt 43 habe ich 32 oder 45, keine Ahnung. Einfach nur viel zu heftig finde ich das. Aber er ist so schön. Deswegen dachte ich mir, ja, den muss ich jetzt. Der muss mit. Wenn ich schon die Mothership-Palette bestellen, muss er sich ja gleich einmal auszahlen. Aber wie gesagt, ich würde diese Produkte nur im Sale kaufen, weil ich finde es einfach zu krass. Zu krass, zu teuer einfach. Viel zu teuer. Aber die Qualität ist super, das muss man halt auch dazu sagen, ne? So, jetzt habe ich noch Highlighter. Und den trage ich mir noch auf und dann habe ich aber noch ein loses Puder und ein Lippenprodukt, das was wir gemeinsam testen werden. Und dann sehen wir sich gleich wieder. Also ich finde, das ist wirklich schön geworden. Also einmal habe ich von Josephine den flüssigen Highlighter genommen und einmal habe ich von der LA Girl Moonlight Magic Palette habe ich diesen, diesen und diesen Ton gemischt und dieses wunderschöne Ergebnis kam dann raus. Und jetzt habe ich von meiner Rossmann-Bestellung von River Loves Me den Loose Blur Powder. Den dreht man so auf und ich bin schon sehr gespannt, wie der performt. Da habe ich aber noch einen Sticker drauf. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den runter. Aha, hier auf dieser Seite ist so eine Lasche. Und damit sollte man das eigentlich gut runterkriegen. Das ist immer mit dieser Klebestreifen am Anfang, bis man da gescheit rankommt. Aber jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. So schaut das aus. Soda. Soda mit Himbeer. Und ich gebe mir einfach ein bisschen was ins Deckelchen. Von alle ein bisschen was. Kommt jetzt eh nicht so mega viel raus. Aber schauen wir mal, ob das reicht. Dann nehme ich meinen Puderpinsel von vorher. Ist ein bisschen wenig, finde ich. Und pudere mir das Ganze so ein bisschen ab. Um die Texturen so ein bisschen zu verbinden. Und dass das Ganze halt auch ein bisschen airgebrushed aussieht. Ja. Schaut doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber nachblaschen muss ich auf alle Fälle. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Nachgänger von Maxim jetzt ist, aber ich finde das Puder nicht schlecht auf alle Fälle. Das hat mir jetzt schon ganz gut gefallen.
So, jetzt werde ich noch schnell nachblaschen, wenn ich, ah ja, hier mein Blush finde. Das mache ich aber immer, mir ist es irgendwie immer dann zu wenig. So, jetzt gehe ich nochmal hier ran. Ich muss sagen, der Blush ist ja auch nicht wahnsinnig krass pigmentiert, ne? Also ich finde, da muss man halt vielleicht ein bisschen nachblushen. Aber wie gesagt, hier sieht man das gar nicht. Es ist hier, auf der Seite ist es jetzt schon wirklich schön rosa. Aber ich finde, in der Kamera kommt es jetzt gar nicht so gut rüber. Ich will mich jetzt aber nicht clownmäßig schminken, deswegen lasse ich das jetzt einfach einmal. All over gebe ich mir jetzt noch meinen großen Puderpinsel. Das mache ich ja jetzt eigentlich immer. Noch ein Highlighter drüber. Und dann nehme ich einfach diesen hellen Ton und den gebe ich mir einfach all over noch aufs Gesicht auf. Ich finde, das macht dann ein richtig gutes Ergebnis dann noch. So, jetzt setze ich mir, hoppala, mal das ganze Gesicht. Gehe mit meinen Beauty-Schwämmchen einfach hier rüber und fixiere das noch ein bisschen. So, und dieses schöne Schätzchen bekommen bei meiner Glamlight-Bestellung. Und ich denke, ich werde den in der Mitte nehmen und testen. Die anderen testen wir für ein anderes Schminke auf alle Fälle. Jetzt schauen wir mal, wie der ist. Oh mein Gott, jetzt merke ich das erst. Das ist ein Spiegel. Ich denke mal, warum ist das so silber? Wie krass! Sowas habe ich ja überhaupt noch nie gesehen auf einem Lipgloss an Spiegel. Oh mein Gott. Krass. Ich glaube, ich darf den nie weggeben. Dann probiere ich jetzt gleich einmal. Ganz hell auf alle Fälle. Denn es ist angenehm. Die Farbe, wie ihr seht, ist wirklich süß. Die Konsistenz ist auch sehr, sehr gut. Bei Glam Light, die Lippenprodukte sind wirklich gut. Die habe ich auch jetzt schon beim letzten Mal ausgetestet, wie ich Glam Light, die Micaela Part 2 Kollektion getestet habe. Und ich muss sagen, richtig gut. Also ich mag dieses Gefühl richtig, richtig gerne. Ich mache mich jetzt so schnell fertig und dann sehen wir sich gleich wieder für einen kompletten, endgültigen Look. So, und das ist jetzt der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich komme mal ein bisschen näher ran, dass ihr das auch von nahen seht. Die Details. Die Farben, der Schimmer. Also, ich finde, das ist ein richtig schöner, toller, relativ neutraler Look geworden. Natürlich, wir haben hier das lila, orange und auch das ist khaki-grün. Aber ich finde, das ist auch ein richtig schöner Herbstlook geworden. Und ja, mit der Base bin ich nicht so zu 100% zufrieden. Ich habe das M-Asam heute genommen und irgendwie hat es sich nicht so gut vertragen mit dem Creme-Contour. Keine Ahnung warum. Aber es ist in Ordnung. Ich habe es eh noch ganz gut hinbekommen. Und der Schimmer ist auch noch schön da, sehr dezent. Und mit Lippenprodukt bin ich super zufrieden. Also ich mag's. Ich mag auch das Blush eigentlich ganz gerne. Ist halt so ein rosanes Blush. Aber ich wollte mal auch ein Blush haben von Pat McGrath, um einfach meine Sammlung von Pat McGrath ein bisschen zu erweitern. Und ja, ich finde es eigentlich wirklich schön. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euch der Look gefällt. Lasst mir doch gerne ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!